Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Seminargemeinschaft, liebe Gläubige, erlauben Sie mir, an diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr, im November, ein paar Gedanken an Sie weiterzugeben über den Tod, das Sterben, die Erdbestattung, aber ich möchte natürlich auch über die Kremation, die Leichenverbrennung sprechen. Für uns Christen ist der Tod wie ein Einschlafen. Bei den Heiligen heißt es sogar Dies Natalis, der Todestag ist der Geburtstag für den Himmel. Der Friedhof ist eine Schlafstätte, wenn man so will, ein Ort des Friedens, darum nennt man ihn auch Friedhof. Und dieser Schlaf wird durch das Begraben viel besser ausgedrückt als durch ein gewaltsames Verbrennen, wie es bei der Kremation der Fall ist. Wir haben am vergangenen Sonntag dieses wunderbare Gleichnis gehört vom Samenkorn, das in die Erde gesenkt wird, um nachher Frucht zu bringen. Und so kann man auch das Begräbnis, das Hinabsenken des Leibes in die Erde, wie das Pflanzen eines Samenkornes sehen, das nachher den sterblichen Leib zur Unsterblichkeit keimen lässt. Jesus, er hatte selber keinen Besitz. Also er sagte selber einmal, dass Füchse ihre Höhlen haben, Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wohin er sein Haupt zur Ruhe legen kann. Er hatte auch kein eigenes Grab, aber er lässt sich begraben. Nikodemus und Josef von Arimathäa sorgen dafür, dass Jesus ein Grab erhält. Und wir wollen durch das christliche Begräbnis, durch die Erdbestattung, dem Beispiel Christi folgen. Sodann erinnert das Begraben auch an das Fortleben der Seele nach dem Tode. Das Verbrennen ist eher ein Bild dafür, dass jetzt alles zu Ende gegangen ist. Es ist wie ein Vernichten und die Freidenker haben die Verbrennung auch gefördert, um den Menschen auch die Botschaft mitzugeben, dass mit dem Tode alles vorbei sei, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Die gewaltsame Zerstörung des Leibes verletzt auch die Ehrfurcht, die wir dem Leibe schulden. Wenn wir das christliche Begräbnis betrachten, mit dem Weihwasser, das gesprengt wird, mit dem Weihrauch, den man dem Leibe des Verstorbenen zukommen lässt, ja, wenn man sogar bedenkt, dass der Leib des Verstorbenen bei der Messe noch dabei ist, wenn sein Begräbnis stattfindet, dann zeigt das, dass die Kirche eine große Hochschätzung für den Leib des Christen hat. Dieser Leib, der zu Lebzeiten ein Tempel des Heiligen Geistes war, dieser Leib, der bei der Taufe vom heiligen Taufwasser von der Erbsünde und vielleicht auch von persönlichen Sünden gereinigt worden ist, dieser Leib, der in der Taufe mit Katechumenenöl und heiligen Chrisam gesalbt wurde, dann bei der Firmung ist die Stirne mit dem heiligen Chrisam bezeichnet worden. Bei der letzten Ölung haben die Sinne des Menschen nochmals eine Salbung erfahren. Der Leib hat viele Mal in seinem Leben die heilige Kommunion aufnehmen können. Und diesen Leib, den wollen wir mit Ehrfurcht behandeln. Darum war es früher auch üblich, dass, wenn möglich, die Verwandten selber den Leichnam gewaschen haben, selber ihn dann in den Sarg eingebettet haben. Es war auch bei Christen, bei Katholiken immer üblich, dass man dem Verstorbenen ein weißes Kleid mitgegeben hat in den Sarg, dass man ihn nicht mit einem T-Shirt,
mit einer Jeanshose und barfuß einfach in den Sarg hineingetan hat, wie es manchmal heute vorkommt, sondern dass man ihm ein schönes Kopfkissen gegeben hat, ein weißes Kleid, vielleicht noch eine Blume hinein, die Hände gefaltet, mit einem Kreuz oder dem Rosenkranz versehen. Und so gibt man dem Verstorbenen noch die letzte Ehre und dann wird er dann ins Grab getragen. Leider verbreitet sich die Kremation immer stärker und leider hat die katholische Kirche, die Amtskirche auch diese Kremation erlaubt, was wir sehr bedauern und was wir natürlich nicht folgen können. Ich habe einen Bekannten, der jahrelang in einem Friedhof, auf einem Friedhofgelände und auch in einem Krematorium gearbeitet hat. Und ich wollte ihn einfach mal fragen, was er da genau erlebt hat. Man kann ja viel über die Kremation lesen, aber ich wollte wirklich von einem Augenzeugen mal hören, wie er selber das erlebt hat. Und er hat mir auch die Erlaubnis gegeben, ihn zu zitieren in dieser Predigt. Er arbeitete ein paar Jahre lang auf dem größten Friedhof der Schweiz. Und es kam dann in seiner Arbeitszeit dann auch das Krematorium dorthin. Und er hat mir das folgendermaßen beschrieben. Es gibt einen Raum mit 4 Verbrennungsöfen und dahinter noch einen Raum, der 1,5-mal größer ist. Und das befindet sich in diesem hinteren Raum. Dort befinden sich nur Filteranlagen, um die Abgase bei der Verbrennung zu filtern. 2-mal im Jahr kommt der Kaminfeger vorbei. Er nimmt den ganzen Sondermüll mit, der dann mit einem Lastwagen weggeführt wird zum Sondermüll. Wie geschieht genau eine Kremation? Eine Kremation dauert normalerweise 3 Stunden. Zuerst werden 2 Stunden wird ein Fest eingeheizt zwischen 800 und 1200 Grad. Und die dritte Stunde ist dann nur noch das Abkühlen. Während dieses Verbrennungsprozesses, der 2 Stunden dauert, in der ersten Stunde, weil es so heiß ist, verbrennt der Sarg und die Kleider des Verstorbenen nicht, sondern das verdampft. Das ist eigentlich, nach einer Stunde ist noch keine Asche da, sondern der Sarg ist nicht mehr da und die Kleider des Verstorbenen sind nicht mehr da. Das ist einfach verdampft. Und in der zweiten Stunde, da wird dann der Körper verbrannt. Was bleibt am Schluss übrig? Es bleiben die Knochen übrig. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass einfach am Schluss ein schönes Aschenhäufchen da ist, sondern zum Teil die ganzen Rippen sind noch da und vor allem auch die Hüftgelenke, die bleiben. Wenn es sich um einen Krebspatienten, der eine Chemotherapie hinter sich hatte, handelt, dann verbrennt noch viel weniger. Die Knochen, sie verbröckeln oder aber sie werden gemahlen, damit am Schluss Asche entsteht. Die Sargnägel werden dann herausgenommen, die künstlichen Gelenke. Gold und Schmuck ist nicht mehr da, das ist alles auch verdampft. Und am Schluss kommt dann die Asche in die Urne. Dieser Herr, der in diesem Krematorium gearbeitet hat, er hat gesagt, dass das wirklich ein maschineller Eingriff ist, der gegen die Natur geht, der sicher auch gegen den Plan des Schöpfers geht. Man kann nicht in 3 Stunden einen Prozess durchführen lassen, den die Natur in 20 oder 30 Jahren vollzieht. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob das stimme, dass manchmal sich bei der Kremation die Leichen aufrichten und die Augen öffnen.
Er konnte mir das bestätigen, weil in jedem Ofen gibt es ein Guckloch, wo man den Vorgang beobachten kann. Es ist also wirklich so, dass sich manchmal die Oberkörper aufrichten, die Augen öffnen. Das ist ein chemischer Prozess. Es wird dem Leib innerhalb von ganz kurzer Zeit viel Flüssigkeit entzogen. Die Muskeln ziehen sich zusammen und so findet wie eine kleine Pseudo-Auferstehung statt. Dieser Arbeiter hat gesagt, dass der Friedhof, bis das Krematorium kam, ein Ort war, wo er sich sehr wohl gefühlt habe. Es war sehr ruhig, sehr friedlich. Er selber hatte dann auch, er nannte das selber, übersinnliche Erlebnisse. Ich möchte jetzt nicht eine theologische Deutung dieser Erlebnisse machen. Jedenfalls sah er Gestalten zwischen den Öfen umherhuschen. Er merkte viele Male, dass die Verstorbenen ihn praktisch angefleht haben, dass er sie nicht in den Ofen hineinschiebe, um sie vor diesem gewaltsamen Prozess zu bewahren. Und am Schluss hat er so einen großen Gewissenskonflikt, dass er die Kündigung eingereicht hat und von diesem Ort geflohen ist. Er sagte auch, dass der einzige Grund bei praktisch allen Menschen für die Kremation die Angst sei. Angst von den Würmern in der Erde zerfressen zu werden oder wahrscheinlich einfach auch Angst vor dem Tod. Ganz einfach. Werden wir noch ein bisschen konkret. Was können wir tun für uns selber, damit wir nicht eine Leichenverbrennung über uns ergehen lassen müssen nach unserem Tod? Und was können wir tun mit Verwandten und Bekannten, die sich für die Kremation entschieden haben und die wir davon abbringen möchten? Also zuerst für uns selber. Ich rate allen, die keine Verwandten haben, auf die sie wirklich zählen können, dass sie ihre eigene Beerdigung schon im Voraus organisieren. Wenn man mit einer Stiftung oder einem Bestattungsinstitut schon die Erdbestattung organisiert hat und auch bezahlt hat, wenn man den Friedhofunterhalt schon voraus organisiert hat, wenn die Verwandten sehen, es ist alles schon bezahlt, diese Person bekommt einen Sarg, eine Erdbestattung, 30 Jahre lang Grabpflege, dann werden die Verwandten das akzeptieren. Wenn nichts organisiert ist und die Verwandten keinen großen Glauben haben, und dann werden vielleicht sie einfach die billigste Variante, und das ist meistens die Kremation, wählen. Dann für Mitmenschen, wenn Sie Verwandte haben oder Bekannte, die sagen, ich möchte wie viele andere auch verbrannt werden, dann würde ich, wenn das möglich ist, mit diesen einfach einmal einen Besuch in einem Krematorium machen und vielleicht durch ein Guckloch in den Ofen hineinschauen. Das ist das eine. Das andere, man müsste mit diesen Personen die Angst, die sie vor dem Tod, vor dem Sterben, vor der Verwesung haben, aufarbeiten. Wenn man diese Angst überwinden kann, dann sind höchstwahrscheinlich die Würfel gefallen. Dann ist man bereit, eine Erdbestattung, so wie es die Kirche immer gewollt hat, auch durchzuführen. Tun wir alles dafür, dass wir so leben, dass wir gut sterben können, dass wir eine Erdbestattung bekommen und dass der Priester bei unserer Beerdigung dann diese schönen Worte sprechen kann aus dem Begräbnisritus und diese Worte nicht nur einfach ein schönes Gebet, sondern wirklich der Wahrheit entsprechen. Ins Paradies mögen dich die Engel geleiten, bei deiner Ankunft dich empfangen die Märtyrer, und geleiten in die heilige Stadt Jerusalem. Das ist der Himmel damit gemeint. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.